heute ist ein neues Video geplant mit Special Guest Gino. Wir machen heute ein Food Car Mukbang Donuts Bubble Tea kind of Video. Wenn wir dann mit euch den Taste Test machen. Bis gleich. Hallo, das Wetter für morgen schaut wolkig aus. Wir sind jetzt eingekommen bei der Donut Corner. Wo es gar kein Corner ist. Das ist alles gerade, das ist keine Ecke. Die sind vegan alle. Keine gefüllt. Okay, wir haben jetzt die Donuts und werden sie jetzt probieren. Ich zeige sie euch, wir öffnen sie. Tada! Tada! Möchtest du erklären, was für welche es sind? Nein. Eigentlich nicht. Okay. Wer hat hier einmal den Giotto Nutella Donut? Ja, das ist Giotto. Happy Hippo. Happy Hippo is this one, as you can see. Himbeer Donut. Himbeer, Erdbeer und Strawberry. Beginnen wir mit Hippo oder was? Nein. Dann zeige ich euch noch, was wir haben. Was willst du denn probieren zuerst? Taro Bubble Milk Tea in meinem Glas von Fine Tea. Und hier haben wir. Das können nicht zwei Leute gleichzeitig reden. Das ist ja eigentlich schon mal eine Sache des Wollens, nicht des Kellens. Weil Kellen kommt jeder, ja? Jeder. Also wenn hier ein Zucker-Schokodonut, also hier vorne. Und ich glaube, ja. Ich hau mal rein, ne? Mhm. Ah ja. Diabetes. Mhm. Aber schon gut, ja, kann man nicht sagen. Gute Glasur. Ja. Das ist ein Zuckerdonut, Leute. Das ist Taro auf jeden Fall. Ich bestelle es immer mit weniger Eis und weniger Zucker. Und wenn man mit seinem eigenen Glas kommt, bekommt man sogar noch 40 oder 50 Cent Abzug. Das ist Ginos. Soll ich schütten für dich? Ja, bitte. Gino hat bestellt Cheese Strawberry Amour. Er schüttelt es. Schüttelt es eigentlich. Das ist mit Kokosnussmilch. Oh, shit. Voll cool, oder? So. Wow. So cool. Ja, schmeckt gut, würde ich sagen. Okay. Okay, der nächste Donut. Was willst du? Ich habe Lust auf Hippo oder Giotto. Ich habe Lust auf Giotto. Das ist mir relativ wurscht. Ich hab Lust auf Giotto. Ist schön. Okay, das ist Giotto. Man sieht hier auch die Giotto-Pralinen. Nee, ich glaube, das ist nicht so ein Ding, dass man die Pralinen. Solo con Giotto. Solo con Giotto. Kaffee? Solo con Giotto. Solo con Giotto. Ragazzi. Echt cool bist du. Buongiorno. Also hier sehen wir auch die Füllung. I think it is Vanilla-Füllung. Das ist nicht so süß, ne? Ja. Isst du Giottos? Ich esse Giottos. Weil Giottos esse ich auch eigentlich ganz gerne. Okay, mir hat gefragt. Eigentlich waren kurz bei Mary's Matcha. Mary's Matcha Matcha. And we bought Mochis. Mit Erdbeeren. Ja, Strawberry Mochi. With red bean paste. Ich glaube Blaubeeren soll es sein. Für ein Stück oder ein halbes Stück Mochi. Hab ich. Ist nicht wenig. Aber es muss so machen. Das schmeckt einfach so naughty. Ich bin eigentlich kein Taro-Fan gewesen. Aber das ist ein Feintier. Ich scanne die Reste auch. Bei Giotto hat mir jetzt noch was gefehlt. Gar nicht zu süß. Next! Nächster Donut ist Erdbeer. Er ist gefüllt mit Erdbeer oder mit Vanille? Nein, mit Vanille, oder? Weiß ich nicht. Time to find out. Hier ist die Vanillefüllung. Tatsächlich. Vanille. Auf den, sorry. ASMR. Ich muss sagen, ich bin kein Erdbeer-Glasur-Fan. Cool, erzähl mir mehr. Du bist ein großer Erdbeer-Glasur-Fan. Aber ich bin kein Erdbeer-Glasur-Fan. Pink Frost. Ja, die Füllung muss nicht sein, ja. Also, ja. Sind wir uns ehrlich, ne? Aber sonst.
Das ist ja der Donut von. Das ist der Donut von Simpson, oder? Genau, ja. Voll. Voll. Mhm. Voll. Oh my god, we forgot to rate them. Okay, Giotto gebe ich eine 6 von 10. Strawberry Glasur gebe ich eine 4 von 10. Und Zucker-Schoko-Donut gebe ich eine 8 von 10. Das kann ich so unterschreiben. Alles also, genau? Nein. Ach so. Nur beim ersten. Ich unterschreibe den ersten 8 von 10. Giotto war 5 und der ist so 6. Okay, passt. Okay. Ist okay mit dir, ja? Können wir das so vereinbaren? Das ja. Freut mich, das ist super. Das ist super, dass wir das so vereinbaren können. Ne? Das nächste ist das hier. Hippo. Kinderhippo. Okay. Mit Schokoglasur. Ziemlich verwahrend. Schmeckt sehr, sehr gut. Ich gebe ihm eine 9 von 10. Weil der Geschmack ist lecker einfach. Diese Schoko ist einfach lecker. Okay, nächste. Einfach lecker. Geschmack ist einfach dieses lecker. Wunderschöne Exemplar. Toffifee. Wunderschön, ihr seht. Die Glasur. Toffifee. Diese Perlen. Mhm. Das ist die Füllung. Wie ist der Unterschied? Der Unterschied ist da. Okay. Oh. Erzähl mal. Bei dem kriege ich nicht Toffifee raus. Ich schmecke das Toffifee nicht. Mach. Toffifee arbeitet nicht mit mir. Toffifee, wo bist du? Hier hingegen. Delicious. Ich schmecke das. Wie heißt es nochmal? Ich schmecke das Kinderhippo. Weil du reingebissen hast. Oh, das kann auch sein. Integriert in den Donut. Happy. Integriert in die Füllung. Ich schmecke das. Darf ich noch ein Biss machen? Natürlich. Upsala. Hab ausgepatzt. Wie ratest du das? Schmeckt gut. 8. Auf jeden Fall. Doch. Ist gut. Dafür, dass ich nicht so ein großer Donut-Fan bin. Von was bist du denn ein Fan? Zum Beispiel von Donuts sind mir halt meistens immer ein bisschen zu deftig. Hast du Cronut genommen? Nee, aber von Cronuts mache ich den Teig nicht. Das ist krass. Auf jeden Fall dafür, dass ich keine Donuts gerne esse on a daily basis. I really loved it. Also vor allem das Kinder Bueno. Kinder Bueno? Kinder Hippo. Happy Hippo. Gut. Ja, das ist meine Review. On Happy Donut Corner. The Donut Corner. Lecker. Es gibt vegane Optionen. Sie ist sehr freundlich. Da ist ein Haar. Schwer zu erreichen. Ja, Otterkring. Aber naja. Kauft euch leckere Donuts. Ist definitiv besser als Dunkin' Donuts. That's it for today's video. Hope you like it. Give it a thumbs up. Love you. Bye. Daumen hoch. Wie viel gibst du dem Himbeer-Donut? 4 pur. Hallo meine Liebe! Dino probiert jetzt den Rest der Donuts, weil er vorher zu satt war. Cry baby. Hatte ja schon mein Bissen, aber ich muss einfach noch mal essen. Muss so wirklich, wow. Tschüss. Ding, tschüss. Und mal Toffifee und Kinder. Schokolade. Schmeckt beides gleich. Das schmeckt nur einzeln besser. Und vielleicht war es auch immer einzeln. Einzelt. Bitte? Immer einzeln, Mama. Einzeln. Immer einzeln besser. Immer einzeln. Wie viele Punkte gibst du es? Diabetes, Metis. 7, Toffifee, 8, Komma, 8, 10. Zu viel, einfach zu viel. Okay, meine Lieben. Schaut, Name ist auch da. Auf jeden Fall danke Leute fürs Zuschauen. Wer schaut zu? Bye guys.